Moin moin und hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch zu einem neuen Minecraft Adventure und zwar Link and the Enchanted Sword. Klingt englisch, ist aber ein deutsches Adventure und passend natürlich zu diesem Adventure habe ich meinen Skin angepasst. Wir sind natürlich jetzt, wie der Name schon sagt, Link im Zelda-Universum und wir gucken mal, wo wir jetzt hier sind. Es sieht ganz nach einem Häuschen aus und hier steht auch schon etwas. Bevor du aus deinem Haus abhaust, gehe in den Keller. Keller? Keller. Aber erstmal gucken wir, was wir hier so haben. Gar nichts. Hier haben wir auch nichts. Was ist denn das für eine komische Soundanimation? Ba 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 ba. Naja, was soll's. die kommen mit. Wir haben hier ein Texture Pack übrigens. Das ist Minecraft Asia oder Asia Texture Pack. Das ist modifiziert und in dem Adventure dabei, wenn ihr euch das herunterladet. Den Link findet ihr natürlich wie immer im Artikel. Und ich empfehle es euch zu aktivieren, einfach weil es A dann schöner aussieht und B ein paar besondere Blöcke beherbergt. Story, erstmal die Story. Nachdem Link mal wieder das Land von allem Bösen befreit hatte, erhielt er von einem Boten des Königs die Nachricht, dass er sich sofort zum Schloss begeben solle. Yeah, gleich. Regeln. Keine Blöcke außer weißer Wolle zerstören und setzen. Also weiße Wolle dürfen wir abbauen. Aber auch nicht setzen, oder wie? Spiele mindestens auf easy. Easy. Keine Hex und so weiter nutzen. Wir niemals. Lass mich raus hier. Ja, brennende Laterne hier. Ja. Hm. Was haben wir denn hier? Zeldas Haus. Na, da spickeln wir doch mal rein, ob die gute Zelda da ist, aber es sieht nicht so aus. Wo müssen wir denn jetzt lang? Da lang? Da oben schwebt was in der Luft. Hm. Zum Schloss sollen wir uns begeben, genau. Hey, ein Schaf, was haben wir denn hier? Haus von True MG. Haben wir hier was drin? Eine Musikdisk. Hier nix. Bum, bum. Was haben wir da hinten noch für ein Haus? Haus des Farmers. Und da ist sogar einer drin. Hallo, lieber Farmer. Na, das Brot krallen wir uns doch mal. Können wir eigentlich auch gleich mal hier in unser Quick Interface legen. So, und dann begeben wir uns mal in Richtung des Schloss. Thronsaal, Thronsaal. Schön, aber vorher gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Was ist das? Oh, da geht's runter. Aber da wollen wir jetzt mal noch nicht hin, später wahrscheinlich. Wir haben das, oder werden das wie immer handhaben, natürlich, dass wir nicht das ganze Adventure jetzt durchspielen, sondern nur einen Teil. Also ein paar Minütchen zum Anspielen im Prinzip. Privatgemächer des Königs. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und es euch vielleicht interessiert und dann selber spielt. Der König ist im Moment nicht da. Aber er ließ dir von einer Wache ausrichten, dass eine Notiz für dich in seinem Arbeitszimmer liegen soll. Der Schlüssel dafür ist in der Eingangshalle in einem geheimen Raum versteckt. Hm, ob das der Wasserfall ist? Räume der Wachen. Da kommen wir nicht rein. Sollen das Metalltüren sein? Hier Stahltüren. Wir brauchen bestimmt einen Schalter und den müssen wir dann da hinsetzen. So, dann gucken wir nochmal hoch. Geht's nicht? Doch auch. So. Warnung! Nicht drücken! Warnung! Hoho, ich bin ja ein Schelm. Was ist denn das? Hä? Und jetzt? Aber ich kann das untere gar nicht hier öffnen. Hm. Soll man da mal gegen die Regel verstoßen? Vielleicht geht das auch nicht mal wegen einem Patch. Die Map ist ja schon ein bisschen älter. Wir verstoßen jetzt einfach mal gegen die Regeln.
dachte, wir sollten dann... Oder sollen wir einfach nochmal drücken? Nee. Huch. Kiste? Wir hätten die Dinger nicht abbauen sollen. Wir zerstören natürlich keine Blöcke hier. Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof und hab's falsch gemacht. Aber ich schätze mal... dass wir... Ja, sag mal, Leute, wieso kann ich denn da nicht an die Kiste? Ich dachte, ich muss diese zwei Türen von oben aufmachen und kann dann die Kiste looten, aber... Ah! Ich kann die gar nicht aufmachen, die Kiste. Was soll denn das? Ist das überhaupt nicht... Das ist gar keine Kiste. Ja, na. Ja, wahrscheinlich hätte ich nochmal auf den Knopf drücken sollen und dann wäre es das Ganze hochgegangen. Und dann wäre ich durch die zwei Türen gegangen. Das ist nämlich einfach nur ein Pisten hier. Genau, und dann wäre ich hier lang gekommen. Also wir sind ja ganz fair und schmeißen erstmal den Krempel weg. Schlüssel für das für die Privaträume des Königs. Okay, also wir haben die Blöcke hier nicht zerstört. Das war natürlich aus Versehen. Wir hätten wahrscheinlich einfach nochmal auf den Knopf drücken sollen, so doof wie wir sind. Beziehungsweise ich, ihr ja wahrscheinlich nicht. Ihr seid ja nicht so doof wie ich. Dann wäre das wahrscheinlich auch fehlerfrei gegangen. Jetzt haben wir hier ein bisschen uns das Leben schwer gemacht und ein bisschen Zeit verschwendet. Naja, was soll's. Unkonventionell und nicht rechtens. Der Kabasch hat gecheatet. Das war eine andere Soundambition. Schlafzimmer des Königs. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist nix. Arbeitszimmer des Königs. Erstmal ein bisschen umgucken. Ist auch ein tolles Arbeitszimmer, ne? Also Stein ganz viel. Drei Tische, beziehungsweise ein großer Tisch und ein Sessel und roter Teppich. Was ist denn hier unten jetzt? Notiz des Königs. Link, da du dich nun schon so oft als unser Held bewiesen hast, bitte ich dich, auch die letzte Gefahr, die noch besteht, aus dem Weg zu räumen. Ein verzaubertes Schwert befindet sich in den Katakomben von Tamriel. Falls dieses Schwert in die falschen Hände gerät, kann es erheblichen Schaden anrichten. Bitte bring dieses Schwert in unseren Besitz. Gezeichnet König. Gezeichnet König. PS, der Pfarrer von Tamriel sollte wissen, wo sich der Eingang der Katakomben befindet. Der Pfarrer? It's dangerous to go alone. Take this. Yeah. Das Ding sieht ja aus wie eine Keule. Hey, du Keule. Können wir jetzt noch irgendwas hier machen? Bild, Bild. Wir dürfen ja keine Bilder wegschlagen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Also müssen wir jetzt zum Pfarrer gehen. Na, mal sehen, wo der Schelm ist. Oh, es regnet. Haus von TrueMG. Muss der Pfarrer ja eigentlich hier irgendwo sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Oh, wobei ich glaube, hier geht's nur raus. Bin mir gerade unsicher, geht das hier lang? Auf jeden Fall ist das hier ein Weg. Wo führt uns denn der Weg hier hin? Ah, guck mal, ein weiteres Haus. Also schon sehr Open World gelassen, sage ich mal hier, frei erkundbar. Gasthaus zur wilden Ente. Save Point, go to Gasthaus, drück T und gib es ein. Go to Gasthaus, drück T und gib es ein. Ach so. Ja. Ein Steak gleich ein Wolle. Zum Zahlen ein Wolle auf den Stone platzieren und wieder zerstören. Hier Wolle platzieren. Dann kommt da was aus dem... Oh, das macht man natürlich nicht. Dann kommt da was aus dem Spender raus. Wir klauen da ja nichts. Du kannst maximal 8 Wolle haben. Okay, warum 8? Was ist denn das? Ach, guck mal. Muss man jetzt hier alles kontrollieren? Zu den Betten. Aber wo geht's hier runter?
Schwert Upgrade. Oh yeah. Wieso habe ich das Zeug wieder abgelegt? Ich hatte das doch angezogen, oder? Ja. Ach, guck mal, da hätte ich gar keinen Skin für gebraucht. Wir hätten dann modifiziert die Rüstung gehabt als Skin. Okay, wir haben aber momentan noch keine Wolle. Aber wir werden jetzt einfach mal ganz frivol die Nacht verschlafen. Aber wir können nicht schlafen, denn da draußen sind Monster. Gut, dann gehen wir halt raus. Raus. Man sieht hier aber... Oh, Creeper. Weg nach Tamriel. Achtung, Tunnel ist eingestürzt. Huch, ich habe den doch nur einmal geschlagen. Achtung, der Tunnel ist eingestürzt. Leider keine Umleitung. Der Weg nach Tamriel bleibt versperrt. Dürfen wir uns da durchbuddeln? Tempel des Erdchrist. Wow, 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 hast du mich erschreckt, mein lieber Freund. Was war das auch für eine komische Soundanimation gerade? Mann, habe ich mich verjagt. Boah, Mistvieh. Der Tempel des Erdchrist. Ach da. Die sind mit einem Schlag alle kaputt. Ist ja wunderbar, die Waffe hier. Der Tempel des Erdkristalls. Die Legende besagt, dass der Erdkristall Geheimnisse, die der Welt, die der Umwelt schadeten, rückgängig machen kann. Dazu zählen schreckliche Erdbeben, aber auch einfache Einstürze. Damit dies geschieht, muss der Erdkristall, der sich angeblich im Inneren des Tempels befindet, aktiviert werden. Also, wir müssen in diesen Tempel, damit wir da drüben durch den Tunnel können. Video-Settings, Bright. Bright? Brightness, Bright. Nimm es nur, wenn du tot warst. Ah, okay. Ebene 1. Ah, Spinny! Pressure Plate. Wie unfreundlich. Was ist das für komische Geräusche? Gucken wir mal da oben, ob wir dahin können. Ja, hier haben wir eine Kiste gefunden. Da haben wir einen Hebel, genau. Den können wir bestimmt jetzt für die Tür unten verwenden. Ich höre doch hier immer noch was. Was ist das da hinten? Ah, ne, das ist nur Stein. Ach, da ist ein Spawner. Schlau, da hat jemand einen Spawner eingebaut und die Viecher spawnen natürlich jetzt hier hinter. Können wir einfach... Ja... wähle den Weg zur nächsten Prüfung. Joa, hallo. Hallo? Fahr los. Ah, Hilfe! So. Oh, paar Frame. Zombie, Spinne, Kampfprüfung. Dürfen wir die zerstören? Ich schätze mal, dass wir die zerstören dürfen, oder? Oder auf was sollen wir jetzt hier warten? Hilfe, wir sind gefangen. Ich sehe hier aber auch kaum was. Ah, cool, wenn wir ein paar Viecher zerstört haben, geht's hier weiter. Na, das ist doch mal nett gescriptet. Das ist wirklich, wirklich cool. Oh, langer Gang, ich hab Angst. Eigentlich sollten wir schon Schluss machen. Was ist denn hier? Ach, wahrscheinlich der andere Raum, wo wir hingekommen wären. So, ein paar Treppen wären hier cool gewesen übrigens. Um zurückzukommen, gib Go to Temple ein. Drück T. Erdkristall aktivieren. Aktiviert? Deaktiviert.
aktivieren. Go to Tempel. Sehr schön. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch kurz da durch den Tunnel eigentlich gehen und nach Tamriel kommen, ne? Wenn wir ehrlich sind. Aber ich muss ja sagen, das Adventure macht mir gerade schon richtig Spaß. Video-Settings können wieder runter. Hahaha. Folge dem Strand, um nach Tamriel zu gelangen. Es war eine nette Idee, aber nicht ganz so cool gemacht mit dem Wasser hier, muss ich zugeben. Trotzdem gefällt es mir sehr gut, dass die Map sehr, sehr open world ist, auf jeden Fall. Also nicht so strikt linear. Hossa! Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Musik unterlegen beim Rendern nachher. Mal sehen, vielleicht die Minecraft-Musik, die finde ich ja immer sehr schön. Zelda-Musik dürfte wahrscheinlich von der GEMA nicht genehmigt werden. So, der Strand ist jetzt eigentlich hier zu Ende, ne? Jetzt muss so langsam mal hier hochgehen und so. Oder? Ein Hühnchen. Da hinten ist Licht. Was hat denn, hat er das gesagt, was ich gehört habe? Ah, hier ist Licht. Was sind wir denn jetzt hier gelandet? Kommt da noch was? Ja. Bonus! Bogenschießen-Turnier von Tamriel trifft die goldene schwarze Mitte. Ach, diesen komischen Pfeil da. Ich fühle mich hier unsicher. Wand der Belohnung. Wand der Belohnung. Okay, wir haben 5 Pfeile und einen Bogen. Getroffen! Was gibt's jetzt? Huh? Oh, Fleisch! Und mit dieser grandiosen Ausbeute machen wir jetzt hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Und ich hoffe, ihr spielt dieses Adventure. Ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Vielleicht nicht jetzt sofort, weil gleich Fußball läuft, hahaha. Aber auf jeden Fall später noch, denn es macht mir absolut riesen Spaß. Und jetzt schießen wir ja nochmal. Geht das nochmal? Nee, schade, leider nicht. Bis demnächst, euer Kabasch.